Viele nennen sie liebevoll die Gulaschkanone. Über Jahrzehnte bot die taktische Feldküche 250 den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr geschmackvolle Warmverpflegung im Gefechtsdienst. Aber nach weit über 30 Jahren nähert sie sich allmählich ihrem Nutzungsende. Also allgemein gilt natürlich immer noch der Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Das heißt, nach wie vor gilt der Auftrag, wir müssen der Truppe ein gutes Essen zur Verfügung stellen, weil mit leerem Magen kämpft sie schlecht. Damit die Soldatinnen und Soldaten auch zukünftig nicht auf dem Gefechtsfeld hungern müssen, beschafft die Bundeswehr ein Nachfolgesystem, die mobile Feldküche. Die mobile Feldküche dient der Lagerung, Vorbereitung und Zubereitung von Verpflegung für bis zu 250 Verpflegungsteilnehmer. Und das Ganze im weltweiten beweglichen Einsatz, also in der beweglichen Operationsführung. Das heißt, die Feldküche muss überall da hin können, wo auch die Bundeswehr im Einsatz ist. Um das sicherzustellen, testet die Bundeswehr das neue System 3 Wochen lang auf Herz und Nieren. Wir wollen im Endeffekt erreichen, dass wir unter einsatznahen Bedingungen erproben. Das heißt also nicht irgendwo in der sterilen Klimakammer, sodass wir uns entschieden haben, wir verlassen unser Büro in Koblenz, verlegen hier nach Spanien in die Hitze, in den Staub, in die Trockenheit, um dort halt wirklich die extremen Temperaturen live mit äußeren Umständen zu erleben. Die mobile Feldküche besteht aus 2 Containern, einem Küchencontainer und einem sogenannten Peripheriecontainer. Dazu gehört eine Schleuse, die in der Mitte der beiden Container aufgebaut wird, sodass ein halbwegs geschützter Raum noch da ist, in dem sich die Verpflegungssoldaten und Soldatinnen bewegen können. Im Küchencontainer hat der Feldkochtrupp fast alles, was das Herz begehrt. Dazu gehören ein Backofen, 2 Kochfelder, ein Kühltisch und zahlreiche Kleingeräte. Aber auch eine große Spüle und ein Geschirrspüler müssen sie nicht missen. Auch sonst gestaltet sich das Kochen angenehmer als früher. Die Klimaanlage kann ja kühlen oder auch dann, wenn man in der Kälte ist, heizen. Und von dem her hat man immer eine angenehme Raumtemperatur zum Arbeiten. Die mobile Feldküche hat aber auch andere Vorteile. Wir haben nicht mehr die alten Kanister zu befüllen, sondern 3000 Liter Frischwassertanks und können damit quasi autark sein, bis uns wieder was nachgeführt wird. Wir können länger an einem Standort verweilen. Wir haben nicht das Problem mit irgendwelchen Schädlingen, Insekten, Ungeziefer, Katzen, Hunde, die hier reinkommen könnten. Das entfällt halt. Ne? Ergänzt wird der Küchencontainer durch den Peripheriecontainer. Der Peripheriecontainer der mobilen Feldküche beinhaltet alles das, was zum weiteren Überleben notwendig ist. Da haben wir zum Beispiel unser Aggregat drin. Wir haben den Kraftstoff drin, der dazu benötigt wird. Wir haben einen Trinkwassertank, wir haben einen Abwassertank, wir haben einen Fettabscheider. Wir haben natürlich eine Heiz- und Klimaanlage, die man jetzt gerade bei diesem Wetter ja sehr gut gebrauchen kann. Wir haben dazu alle Speisenbehälter, Pumpen, Schläuche, Kabel, wir haben eine Notstrombatterie und alle Werkzeuge und sonstigen Desinfektions- und Verbrauchsmittel, Reinigungsmittel, die benötigt werden. Die erprobende Abteilung zieht weitestgehend ein positives Resümee. Die Erprobung war bis jetzt sehr aufschlussreich. Wir stellen ja ständig irgendetwas fest, was wieder verbessert werden kann. Genau aus diesem Grund sind wir hier an diesem Ort. Weil diese Ergebnisse würden wir in Deutschland bei 20 Grad nicht bekommen. Am Ende des Tages begutachtet das Team das Ergebnis der Erprobung. In diesem Sinne, guten Appetit!